Das Besondere am Weingut Balthasar Ress ist, dass es seit 1870 ein Familienbetrieb ist, heute in der vierten und fünften Generation noch in der Größe mit 42 Hektar geführt wird. Stefan Ress, der in der vierten Generation ist, der Seniorchef, Christian Ress, der Juniorchef, in der fünften Generation. Ja, sie führen zusammen dieses Weingut. Wir haben tolle Mitarbeiter, zwei Kellermeister, die einfach mit Liebe zum Detail im Weinberg und im Keller die Weine bereiten. Zum Beispiel diesen wunderbaren 2007er Hallgartner Jungfer. Wunderbarer Kabinett, traditioneller Kabinett aus dem Rheingau. Schöne 11% Alkohol, nicht so hoch im Alkoholwert. Frisch, dynamisch, jung. Also wir machen 90% Riesling, fast 95%. Ein bisschen Spätburgunder und ganz neu eine kleine Parzelle im Hattenheimer Hassel machen wir einen Weißburgunder. Aber ansonsten sind wir sehr, sehr Rieslinglastig. Das Besondere am Rheingau, eines der ältesten Anbaugebiete im Rheingau. Tolle Lage, wunderbare Gebiete, sowohl von Hattenheim, wo wir jetzt sesshaft sind, angefangen in Walluf, über Kietrich nach Hattenheim und dann unten am Rhein lang zum Rüdesheimer Berg. Alle Böden vertreten, alle Lagen vertreten. Der Schlossberg als Steillage mit viel Stein, als ja, tolle Lage. Und dann der Hattenheimer Nussbrunnen, eine unserer ersten Lagen mit dem Hattenheimer Lehm und einem reinen Lehmnussboden. Alles gegeben, alles geboten. Ich bin ein Rheingauer Junge, ich kenne mich unheimlich gut aus, auch in der Gemarkung einfach. Und es macht unheimlich viel Spaß, im Herbst durch die Gemarkung zu fahren, zu sehen, wie reif sind die Trauben, wie geht die Arbeit voran, was passiert im Keller, wie spannend ist es einfach im Moment. Wir sind ja noch nicht ganz fertig, heute im letzten Tag wahrscheinlich. Ja, wir werden sehen, wie das 2008er Jahr wird.